Ja, also hier war ganz klar, hier wollen wir gewinnen und hier müssen wir auch gewinnen. Na, der Anspruch unserer Mannschaft, der Anspruch von dem Verein ist wesentlich höher wie das, was wir im Moment spielen. Wir haben zwar jede Menge Verletzte, aber also wir haben einen großen Kader und deswegen ist der Anspruch ein ganz anderer wie den wir im Moment hier abliefern. Ja, wir fühlen uns natürlich gut, ich persönlich auch. Wir haben jetzt die 3 Punkte endlich geholt, wurde auch Zeit. Wir haben in den ersten 3 Spielen Punkte liegen lassen, also den Sieg sozusagen. Und deswegen ist es umso erfreulicher, dass es jetzt geklappt hat zu Hause. Also wir haben hier ein Spiel abgeliefert, was für meine Verhältnisse von unserer Seite wirklich schwach war. Und ich sag mal, für mich nicht nachvollziehbar, was wir teilweise für dumme Fehler machen, auch wenn wir 1-0 führen. Trotzdem sage ich, wenn man so eine fast in jeder Situation eine Entscheidung gegen sich bekommt, das macht natürlich also dann auch eine Mannschaft kaputt. Hier zum Beispiel in der einen Situation, hier ist ein klarer Elfmeter, mindestens eine gelbe Karte und für mich nicht nachvollziehbar, was hier der Unparteiische gesehen hat. Wir wussten ja, dass Baunatal eine gute Mannschaft ist, waren ja auch im DFB-Pokal vertreten, haben es ja geschafft. Der Coach hat uns gut eingestellt auf die Truppe. Wir waren natürlich motiviert, wollten zu Hause was zeigen. Die letzte Leistung zu Hause war nicht gut. Dementsprechend war das eine Wiedergutmachung sozusagen. Und ich denke, das hat auch ganz gut geklappt. Ja, ich glaube, das, was wir im letzten Spiel nicht gut gemacht haben, und zwar, wir sind nicht gut aus der zweiten Halbzeit gekommen. Viele zweite Bälle, viele Zweikämpfe verloren. Das haben wir heute ganz anders gemacht, sind gut aus der zweiten Halbzeit rausgekommen, haben wieder Chancen gehabt. Das Ergebnis hätte auch normalerweise höher ausfallen können. Das, glaube ich, war der ausschlaggebende Punkt. Einfach mehr in die Zweikämpfe gegangen, viel mehr gemacht, viel mehr investiert, viel mehr gelaufen. Und deswegen denke ich, ist es auch verdient, dass wir gewonnen haben. Wir haben nicht die entsprechende Körperspannung gehabt und teilweise dumme Fehler gemacht. Und von daher möchte ich die Niederlage nicht auf den Schiedsrichter münzen, aber der hat wirklich einen großen Beitrag dazu beigetragen. Wir wollen natürlich an der Leistung anknüpfen, das ist ja ganz klar, weil es ist jetzt schön, das ist der erste Sieg, aber wir wollen natürlich weitermachen. Das muss uns jetzt ein bisschen tragen. 3 Punkte, das ist in Ordnung, aber jetzt nicht nachlassen, im Training Gas geben und dann wollen wir natürlich das nächste Spiel auch gewinnen und die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.